Genau darum geht's, die inneren Kampfschauplätze aufzuspüren. Da, wo du im Krieg bist mit dir selbst. Und es kostet mega Mut, wirklich, wirklich sich inmitten eines solchen inneren Kriegskampfplatzes zu stellen und sich mal gewahr zu werden, was das anrichtet in uns, in dir, wenn du kämpfst gegen dich, gegen dein Licht, gegen dein Leuchten, gegen deine Liebe, gegen deine Größe, gegen deine Würde und auch gegen das, ich kann es noch nicht, ich bin nicht gut genug, auch dagegen zu kämpfen, das nicht anzunehmen, sondern dagegen zu kämpfen. Das ist der Herd für Krieg im Außen. Ja. Weil alles, was wir halt in uns nicht gewahr haben, zum einen, das ist das Erste, da kommt ja immer mein Bohrfinger und Spiegel, was wir nicht gewahr haben, können wir nicht ändern, können wir nicht annehmen, können wir nicht durchlieben. Ja. Und das ist dann das Nächste, das, was wir dann gewahr kriegen, das dann wirklich anzunehmen und nicht nur hier im Kopf, sondern hier drin. Und das ist ein Weg. Das geht nicht auf Knopfdruck. Ja, ich nehme das jetzt mal an, dann ist alles gut. Nee. Bevor man das wirklich, wirklich annehmen kann, da darfst du dich umschauen, was das bewirkt in deiner eigenen, ureigenen Innenwelt, im Krieg mit dir selbst zu sein. Oder auch in dieser weichgespülten Liebe. Ich bin im Frieden mit mir, ich bin im Frieden mit mir, ich bin im Frieden mit mir. Und hinterrücks macht es so. Genau. Ziehen uns nach draußen. Auf andere Menschen, auf Tiere, auf Kinder, auf Situationen. Im besten Falle auf den Coach. Und dann, wenn wir dann nicht erkennen, dass wir projizieren, dann versuchen wir, das da draußen zu drehen. Und das ist das, was auch in der Welt passiert, jetzt gerade im Kriegsgeschehen. Dann bekriegen wir das Außen, den Partner, die Partnerin, die Kinder, die Gesellschaft. Ja, genau. Also ja, der Herd für Krieg liegt innen drinnen und genau da ist jetzt die Zeit hinzuschauen. Und zwar ganz, ganz selbst ehrlich und sich auch berühren zu lassen, dich, euch berühren zu lassen von den verheerenden Folgen, die das hat, wenn du gegen dich selbst Krieg führst und den verheerenden Folgen, die das hat, wenn du Krieg führst nach außen, ohne dir dessen bewusst zu sein. Was anderes spiegelt unser Weltgeschehen gerade nicht wider. Yes, so, welcome. Willkommen zu allen Schatten und zu allen inneren Kriegsanteilen. Sich davon erschüttern, berühren zu lassen und sich der Liebe zu besinnen, die wir sind, weil nur die Liebe kann diesen Schatten umarmen. Solange du in der Ablehnung bist, deiner eigenen Abgründe, kann kein Frieden sein in dir und auch nicht auf der Welt. Hi.